crimineel Ridouan Taghi. De meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi. Taghi is onderdeel van een groot internationaal drugskartel. Eine schillernde Figur, die sich jahrelang im Schatten der Niederlande verbarg, hat sich zum absoluten Paten der organisierten Kriminalität entwickelt. Ridouan Taghi. Er übte seine Macht an der Spitze einer gefürchteten Organisation aus, verbreitete Leid und Schrecken ohne jegliches Mitgefühl und versetzte das Land in ständige Angst. Vorausnoch habe ich noch nichts zu melden. Während der gigantische Prozess gegen seine Gruppe sein Ende findet, gehen die Verbrechen unvermindert weiter. Ebenso wie die unerbittliche Verfolgung von Taghis Mitarbeitern durch die Kräfte von Recht und Ordnung, wo auch immer sie auf der Welt verborgen sind. Kehren wir zu den Ursprüngen seiner Geschichte zurück. Ridouan wurde 1977 im Norden Marokkos geboren. Genauer gesagt in der ländlichen Gemeinde Beni Salman, die in der Provinz Chefchaouen liegt. 3 Jahre später beschloss seine Familie, in die Niederlande auszuwandern und ließ sich in der Nähe von Utrecht in der Stadt Vianen nieder. Schon in jungen Jahren zeigt Ridouan bemerkenswerte akademische Fähigkeiten und zeigt großen Ehrgeiz, der ihn zu einem voruniversitären Studium führt, das er schließlich ohne Abschluss abbricht. Ridouan macht tatsächlich seine ersten Schritte in die kriminelle Welt, als er auf dem Schulhof und in der Nähe des Ausgangs der Neocheiner Schule Haschisch verkauft. In dieser Zeit wird er auch zur Zielscheibe von Ganoven. Stärkere Typen, die sein kleines Geschäft ausnutzen wollen. Verschiedenen Quellen zufolge stammt auch sein Spitzname, The Kleine, was der Kleine bedeutet, aus dieser Zeit. Doch Ridouan, einst ein schüchternes und introvertiertes Kind, zeigt nun die unerschütterliche Entschlossenheit, ein prominenter Akteur zu werden, was ihn unweigerlich in eine kriminelle Laufbahn führt. In den frühen 90er Jahren schließt er sich einer Straßengang namens Bad Boys an, die aus etwa 50 Jugendlichen aus Neuchâtel, Utrecht und anderen nahegelegenen Städten besteht. Diese Jugendlichen beteiligen sich an verschiedenen Straftaten wie Raubüberfällen, Einbrüchen, aber vor allem Autorennen, um zu spüren, wie das Adrenalin durch ihre Adern fließt. Die schwierige, gemeinsame Vergangenheit der problematischen Bandenmitglieder bringt sie einander näher und schafft ein starkes Band des Vertrauens. Kurz darauf bildet sich eine kleinere Kerngruppe und Ridouan übernimmt allmählich die Rolle eines Anführers. Sein Freund aus Utrecht, Mao, spielt eine Schlüsselrolle als seine linke Hand, begleitet von seinem jüngeren Bruder Mario, der sich bald dem Team anschließt. Mit der Zeit geraten die kleinen Geschäfte vor dem City Plaza Einkaufszentrum in Neuchâtel in Vergessenheit. Und es ist nun an der Zeit, sich lukrativeren Geschäften zuzuwenden. Ridouan, der die Schule abgebrochen hatte, noch bevor er 18 Jahre war, sieht im Drogenhandel große Chancen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Schmuggel von Marokko über Spanien in die Niederlande seit den 1970er Jahren hauptsächlich von einer kleinen Gruppe marokkanischer Händler mit Sitz in Amsterdam und Utrecht organisiert wird. Diese Personen kennen sich alle untereinander und schaffen es, diskret zu operieren und sich dem Radar und der Überwachung der Polizei zu entziehen. Sie bilden einen geschlossenen Kreis, der familiäre Verbindungen zu Anbauern von Cannabis in der bergigen Riffregion im Norden Marokkos nutzt. Man könnte das Ganze sogar mit einer Art Familienunternehmen vergleichen, das schon seit mehreren Generationen besteht. Für Ridouan ist das Ziel klar. Er will sich einen Platz in diesem sehr geschlossenen Kreis der Unterwelt erobern. Er verbringt immer mehr Zeit in verschiedenen Coffeeshops in den Großstädten und arbeitet unermüdlich daran, sein Netzwerk zu erweitern, und das gelingt ihm glänzend. Das ist kaum verwunderlich, denn er hat die Genehmigung, einige der von seinem Großvater eingerichteten Cannabisrouten zu betreiben, was ihm in den Augen der wichtigsten Akteure des Milieus einen gewissen Mehrwert verleiht. Dieser partielle Vorteil erklärt zum Teil, warum er innerhalb seines eigenen Netzwerks als aufsteigender Stern gilt, der aus der Bad Boys-Bande stammt.
Trotz des Vorteils seiner erstklassigen Kontakte muss Ridwan immer noch nach den Regeln spielen und in den unteren Rängen anfangen, bevor er an die Spitze aufsteigt. Nach und nach baut er seine Präsenz in Spanien aus und übernimmt den logistischen Aspekt seiner Geschäfte. Er transportiert die Ware von Marokko an die Südküste Spaniens, bevor er sie in ganz Europa vertreibt. Er ruht sich auf seinen Lorbeeren nicht aus und investiert in den Niederlanden in leistungsstarke Außenbordmotoren, die er später nach Marokko transportiert, um sie auf Schnellbooten einzusetzen. So entwirft er perfekt optimierte Routen, um die Strände der anderen Seite des Meeres zu erreichen. In dieser Phase arbeitet Ridwan weiterhin für Bosse mit Sitz in Utrecht und Amsterdam, die ihm eine Provision von etwa 150 Euro pro Kilo Schmuggelware gewähren. Diese Gewinne summieren sich schnell, zumal sich die transportierte Gesamtmenge im Laufe der Zeit erheblich vervielfachen kann. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch das entscheidende Element der Expansion seines Netzwerks, das um die Jahrhundertwende dank der Organisation von Said Razouki aus Utrecht, der heute als seine unbestrittene rechte Hand gilt, Gestalt annimmt. Diese Kombination von Ereignissen beschleunigt Ridwans Aufstieg und führt zu einem beträchtlichen Wachstum seines finanziellen Reichtums. Neben dem Transport von Haschischblöcken für holländische Sponsoren optimiert Ridwan seine Schnellboote geschickt, indem er nach und nach seine eigenen Waren hinzufügt, die er von marokkanischen Lieferanten kauft und dann an Kontakte in den holländischen Coffeeshops verkauft. Nachdem er jahrelang den Besten nachgeeifert hat, beschließt er schließlich, mit dem Kapital, das er bereits angehäuft hat, sein eigenes Unternehmen mit eigenen Geschäftszweigen zu gründen. Er beherrscht seine Vorgehensweisen, die mehrere Schritte umfassen, bis zur Perfektion. Um ein reibungsloses Funktionieren der Logistik zu gewährleisten, bedarf es nämlich eines kompetenten Teams von Transporteuren, eines Teams, das darauf spezialisiert ist, die Blöcke aus den Schnellbooten zu bergen, sowie eines Teams, das für den Landtransport zuständig ist, ganz zu schweigen von der Einschleusung korrupter Beamter in das Milieu. In anderen Worten, eine solide Infrastruktur ist entscheidend, um die Nachhaltigkeit der Aktivität zu gewährleisten. Insbesondere angesichts der ständigen Veränderungen und des phänomenalen Anstiegs der Frachtmengen. Während früher ein paar hundert Kilogramm als bemerkenswert galten, sind es heute mehrere Tonnen pro Sendung. Das Aufrechterhalten einer optimalen Betriebseffizienz ist daher unerlässlich, um sich an all diese Veränderungen und Entwicklungen anzupassen. Doch das Schicksal meint es nicht immer gut mit Ridwan, denn 2004 wird er in Spanien in einem Kriminalfall verdächtigt. Den Anschuldigungen nach soll er einen Interpol-Agenten in einem Ibis-Hotel in Alicante erstochen haben. Da er sich des Risikos bewusst ist, von den örtlichen Behörden identifiziert und verhaftet zu werden, beschließt er, nach Marokko zu reisen. Und von dort aus setzt er seine Aktivitäten fort. Es ist wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass er mehrere Jahre später in diesem Fall für unschuldig erklärt werden sollte. Es ist jedoch nicht überraschend, dass Ridwan einen großen Teil dieser Zeit in Marokko verbracht hat. In den späten 2000er Jahren tauchte nämlich eine neue Generation der Mokro auf, die sich dem Kokshandel zuwandte und dabei astronomische Gewinne erzielte. Und Marokko spielt eine strategische Rolle als wesentliches Glied in der logistischen Kette dieses lukrativen Handels, der von den neuen Trends der südamerikanischen Kartelle geprägt ist, die neue Routen nutzen, um ihren Schnee nach Europa zu schmuggeln. Es ist wichtig, sich des zunehmenden Ausmaßes der Beschlagnahmungen von Ladungen in europäischen Häfen bewusst zu sein, was zu ständigen Änderungen der Routen zwischen Südamerika und Europa führt. In diesem Zusammenhang haben sich viele Schmuggler dafür entschieden, als Alternative westafrikanische Häfen als bevorzugte Route zu nutzen. Die Schmuggler haben also die Aufgabe, die Drogen über Marokko nach Europa zu transportieren, das eine strategische Schlüsselposition einnimmt, um diesen Transit zu erleichtern. Die Mitglieder der Mokro-Mafia, die sowohl in Marokko als auch in Europa agieren, nutzen diese Möglichkeit voll aus.
Ihre Präsenz in den großen Häfen verschafft ihnen einen erheblichen Vorteil bei der Erleichterung des Transports von Kartellprodukten auf den europäischen Markt. Ridoan, der immer noch so entschlossen ist wie eh und je, bleibt nicht einfach zurück, sondern macht in dieser neuen Ära rasante Fortschritte. Berichten zufolge hat er eine Reihe kluger Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel den Erwerb von strategisch günstig gelegenen Immobilien in Marokko und die Gründung einer Reihe von Fischereiunternehmen an der Westküste des Landes. Diese Unternehmen dienen als perfekte Tarnung, indem sie Fischer als Schlüsselakteure in seiner Logistik einsetzen. Mit ihren Fischerbooten sind sie auf dem Meer unermüdlich auf der Jagd nach wertvollen Sendungen, die für den nächsten Schritt in der Lieferkette umgeladen werden müssen. Während dieses Phänomen floriert, hinkt die Polizei in den Niederlanden hinterher und konzentriert sich hauptsächlich auf die alte Generation niederländischer Krimineller, die in den Nachrichten Schlagzeilen machen. Die neue Generation der Mokro ist auf dem Vormarsch und kann nicht länger ignoriert werden, denn sie begnügt sich nicht länger damit, in der Unterwelt eine marginale Rolle als einfache Soldaten zu spielen. Mit der Zeit beginnen die Ermittler, die Situation zu hinterfragen. Die Namen dieser ehemaligen jungen Kriminellen werden in den Polizeiaufzeichnungen kaum erwähnt, aber sie tauchen in der Gastronomie auf, wo sie speziell in Restaurants investieren und hochwertige Autos fahren. Das verstärkt den Verdacht nur. Ridoan selbst war angeblich an der Leitung eines florierenden Grillrestaurants in einer Geschäftsstraße in Utrecht beteiligt. Im Laufe der Zeit reduziert der Kleine allmählich seine Präsenz in den Niederlanden. Bis 2008 hält er sich hauptsächlich mit seiner Familie in Marokko auf, wie sein Anwalt bestätigt. In dieser Zeit kamen zwei Mitarbeiter der niederländischen Botschaft in Marokko, um die Rückzahlung von Familienbeihilfen aufgrund seines Umzugs zu verlangen. Berichten zufolge wurden diese Erstattungen korrekt vorgenommen. Schließlich wird Ridoan 2009 aus den Unterlagen der niederländischen Gemeinde, in der er einst wohnte, entfernt. Dies ist eine Taktik, die viele Kriminelle anwenden, um sich dem wachsamen Auge der Behörden zu entziehen. Im Jahr 2009 ereignet sich jedoch etwas, das indirekt einen großen Einfluss auf Ridoans Schicksal haben wird und ihn mit seinem zukünftigen Erzfeind Ebrahim B. verbindet, der auch unter dem Spitznamen der Schlechter bekannt ist. Dieser Spitzname ist nicht zufällig. Ebrahims Vater hatte in den 1970er Jahren die erste marokkanische Metzgerei in Amsterdam eröffnet, die aufgrund des Verkaufs von Halal-Fleisch sehr erfolgreich war. In anderen Worten, Ebrahim wuchs in einer wohlhabenden Familie auf und es fehlte ihm an nichts. Doch dann kommt es zu einer Tragödie, als sein Vater plötzlich stirbt. Ebrahim ist zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt. Von da an ändert sich alles für ihn. Er muss das Familienunternehmen übernehmen, aber gleichzeitig vertieft er seine Beziehung zu seinem Jugendfreund Bagdad, der in der kriminellen Unterwelt sehr aktiv ist. Ohne den moralischen Einfluss seines Vaters taucht Ebrahim unwiderruflich in die Welt des Untergrunds ein und steigt zu einer furchterregenden Figur auf, die nicht zögert, seine Handlanger aus dem ehemaligen Jugoslawien aufzusuchen, um Schulden einzutreiben, die auf wundersame Weise nach der ersten Warnung beglichen werden. Für Ebrahims Familie ist es ein echter Schock zu entdecken, dass dieser einst gütige Mann nun ein beachtliches Vorstrafenregister hat. Hartnäckigen Gerüchten zufolge ist es ihm sogar gelungen, aus dem Gefängnis zu fliehen, indem er einen Polizeibeamten bestochen hat, um einen seiner Doppelgänger an seiner Stelle inhaftieren zu lassen. Im Jahr 2009 kam es zu einem entscheidenden Ereignis, als mehrere Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die ein bewaffnetes Kommando bildeten, einen dramatischen Auftritt in einem Coffeeshop namens Göt Göt in Amsterdam hatten. Der Besitzer des Lokals, Said Fagus, wurde ohne Spuren zu hinterlassen entführt und blieb mehrere Monate lang spurlos verschwunden. Während dieser Zeit wurde er sogar für tot gehalten. Trotz aller Widrigkeiten gelang ihm jedoch 4 Monate später im Jahr 2010 die Flucht vor seinen Entführern aus einer Villa in Belgien. Said Fagus tauchte an einer Tankstelle wieder auf und trug noch immer die Spuren der Misshandlungen, die er erlitten hatte.
Seinen Aussagen zufolge wurde er an seinen Knöcheln angekettet und am Boden fixiert, sodass er sich nicht bewegen konnte. Er erwähnte auch, dass er während seiner Gefangenschaft regelmäßig zu essen und zu trinken bekam, aber trotzdem erheblich an Gewicht verlor. Aufgrund der Fehler, die den Entführern unterliefen, wurden schließlich ein paar Jahre später der berüchtigte Schlechter und sein Geschäftspartner Bagdad verhaftet. Beide Personen wurden verdächtigt, die Drahtzieher der Entführung zu sein. Mangels ausreichender Beweise wurden ihre Fälle jedoch schnell wieder fallen gelassen. Später stellte sich heraus, dass der Schlechter gegenüber der Polizei diskret angedeutet hatte, dass sein Freund Bagdad für die Mission verantwortlich war. Diese Andeutungen führten zu irreparablen Spannungen zwischen den beiden in Utrecht tätigen Männern und wahrscheinlich zu ihrer Trennung. Als sich die Beziehung zwischen den beiden deutlich abkühlte, hielt sich unsere Hauptfigur Ridwan für einen längeren Zeitraum bedeckt. Abgesehen von ein paar Bußgeldern und kleineren Verurteilungen aus seiner Jugendzeit ist in der Polizeidatenbank vor 2015 nichts zu finden. Der Kleine scheint sich in einen Musterbürger verwandelt zu haben, sodass er alle seine Rivalen in der Unterwelt in den Schatten stellen kann. Das alles ändert sich jedoch schlagartig, und zwar genau am 27. Juni 2015, als sich der Schlechter aus Angst um sein Leben der Polizei stellt. Ich werde von Ridwan Tachi verfolgt. Wer ist dieser Mann? Er ist ein wichtiger Akteur im Koksgeschäft in den Niederlanden. Die Polizisten sind von der Enthüllung des Schlechters überrascht, denn sie haben noch nie von diesem Mann gehört. Zu diesem Zeitpunkt machen sie einen Fehler, indem sie Ridwan Tachi als Re statt Ri schreiben. Der Schlechter enthüllt auch, dass sein ehemaliger Freund Bagdad jetzt in Tachis Organisation arbeitet. Sie sind zusammen. Sie sind eine Gruppe geworden. Während dieses Verhörs erwähnt er mögliche Probleme im Zusammenhang mit der früheren Entführung, leugnet aber weiterhin seine Beteiligung. Die Behörden, die ihre Ermittlungen vertiefen und das Puzzle zusammensetzen wollen, untersuchen die verfügbaren Beweise weiter. Dabei finden sie heraus, dass eine spezialisierte Nachrichtendiensteinheit, die TCI, die gerade dabei ist, Informationen über die kriminelle Unterwelt zu sammeln, im Jahr 2013 eine Aussage von einem Informanten erhalten hatte. Ein gewisser Ridwan Tachi ist darin verwickelt, auf internationaler Ebene Kokain zu handeln und Liquidierungen durchzuführen. Im Gegensatz zu den Informationen, die der Schlechter lieferte, war dieser TCI-Bericht jedoch nicht zuverlässig genug, um in Polizeifällen verwendet zu werden. Dies war der Ausgangspunkt für intensive Ermittlungen gegen den Mann, der zum meistgesuchten Flüchtling in den Niederlanden werden sollte. Ermittlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken sollten. Um den Rest der Geschichte besser zu verstehen, ist es wichtig, den Kontext in Amsterdam zu betrachten, wo seit dem Verschwinden einer großen Drogenlieferung im Hafen von Antwerpen im Jahr 2012 der Mokro-Krieg zwischen zwei rivalisierenden Gruppen wütet. Nach jeder Liquidierung stellen die Ermittlungen fest, dass die Flüchtigen gestohlene Autos benutzen, um vom Tatort zu entkommen. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Hinrichtung eines der Anführer der Gruppe, Gwennet Martha, im Jahr 2014. Solange sich die Kriminellen in aller Stille bereichern, geht das die Bürger im Grunde kaum etwas an. Während die Situation weiter eskaliert, berichten die Medien immer wieder darüber und bringen alles ans Licht, einschließlich der Tatsache, dass unschuldige Menschen zur Zielscheibe werden, was die Polizei veranlasst, ihre Ermittlungen weiter zu vertiefen. Am 9. März 2015, kurz vor dem Frühling, beobachtet ein Polizeiteam im Rahmen der 26 Tierermittlungen zu gestohlenen Autos zwei Personen, die einen gestohlenen Audi S5 in Rotterdam fahren. Später übergeben sie den Wagen an einer Tankstelle einem dritten Verdächtigen. Durch abgehörte Telefongespräche wird bestätigt, dass der Wiederverkaufspreis dieses Automodells zwischen 3.200 und 3.800 Euro liegt. Angesichts dieser verdächtigen Übergabe beschließt die Polizei, bei einem kurzen Halt in Utrecht diskret einen Peilsender unter dem Audi anzubringen. Der Audi setzt seine Fahrt fort und führt die Ermittler zu einer Werkstatt in Maurik.
Nach weiteren Nachforschungen stellen die Ermittler fest, dass der Besitzer der Werkstatt den Behörden bereits bekannt ist und auch eine andere Parkbox besitzt. Da sie mögliche kriminelle Aktivitäten vermuten, beschließen die Ermittler, die zweite Box heimlich zu betreten, wo sie eine beunruhigende Entdeckung machen, einen weiteren gestohlenen Audi, diesmal einen RS6. Im Inneren des Fahrzeugs finden sie zwei mit Benzin gefüllte Flaschen, was auf einen klassischen Modus operandi hindeutet, um das Auto nach einer eventuellen Liquidierung in Brand zu setzen. Ohne zu zögern, werden beide Garagen mit Kameras und Abhörgeräten ausgestattet, was zu einer neuen Untersuchung namens 26 COPA führt. Nach über 2 Monaten der Untätigkeit öffnen plötzlich mehrere Männer, darunter der furchterregende Jawad W., der bereits verdächtigt wird, in einen Mord verwickelt zu sein, eins der Garagentore. Die Bemühungen, diese Gruppe unter Beobachtung zu stellen, werden intensiviert, um ihre Absichten zu verstehen. Am selben Tag wird in einem aufgezeichneten Gespräch ein Problem mit der Batterie des Audi S5 festgestellt, das Schwierigkeiten beim Starten und bei der Beleuchtung verursacht. Ein paar Tage später, am 22. Mai, wird der Wagen zur Reparatur in eine andere Werkstatt gebracht, bevor er an seinen ursprünglichen Standort zurückgebracht wird. Dies fällt mit einer aufgezeichneten finanziellen Transaktion von 1000 Euro zusammen, mit der die Kosten für die Instandsetzung der Autos gedeckt werden sollen. Es wird mehrfach beobachtet, dass die Verdächtigen Handschuhe tragen und bei verschiedenen Gesprächen erwähnen, wie wichtig es ist, keine Spuren zu hinterlassen, was die regelmäßige Reinigung mit einem ammoniakhaltigen Produkt erklärt. Diese Elemente ermöglichen es dem Überwachungsteam für die 26 COPA-Ermittlungen, ein detailliertes Profil der Gruppe zu erstellen, deren Kernmitglieder Jawad, Ayub, Zakaria und Levi sind. Auch wenn ihre Treffen in ihrer Zusammensetzung variieren können. Im gleichen Zeitraum überwacht das Überwachungsteam der Polizei die Bewegungen von Zakaria und Ayub, die sich regelmäßig in ein Lagerhaus in Nioreine begeben. Sie benutzen einen persönlichen Zugangscode für die Lagereinheit Nummer 40. Die Häufigkeit ihrer Besuche an diesem Ort lässt wenig Zweifel an seiner Bedeutung für ihre Aktivitäten. Außerdem zeigen Audioaufnahmen, dass die Personen ein wahres Trainingszentrum eingerichtet haben, in dem sie Methoden zur effizienten und systematischen Ausschaltung ihrer Rivalen unterrichten. Alles, was wir getan haben, war, diese Autos in Ordnung zu bringen. Heute ist endlich alles in Ordnung. Und kurz danach? Es ist eine Frage der Waffen. Wenn er uns sagt, dass wir diese Dinge schnell vorbereiten sollen, bäm, in 10 Minuten ist alles einsatzbereit. Ja. Die Gruppe 26 COPA ist schnell bereit, Liquidierungen durchzuführen, und zwar mit einer Effizienz, die einer taktischen Polizeieinheit würdig ist. An diesem Tag gibt Zakaria Levi während einer Schießübung in einem Wald bei Wijk bij Duurstede Anweisungen, die auch zu hören sind. Weiter. Danach ertönt wieder das Geräusch von Schüssen. Dann fügt Zakaria hinzu: Das war gut, oder? Danach ist wieder das Geräusch des Ladens zu hören, das von einem Experten als das charakteristische Geräusch eines AK-47 Sturmgewehrs identifiziert wurde. Ein paar Wochen später, am 13. Juni 2015, holen Levi und Ayub in derselben Stadt Waffen aus dem Keller eines Hauses und transportieren sie in einer Sporttasche zum Lagerhaus in Nioreine. Es ist erwähnenswert, dass sie 6 erfolglose Versuche unternehmen, den Zugangscode einzugeben, der dem der Lagereinheit 40 zu ähneln scheint. Schließlich verschafft ihnen eine dritte Person Zutritt. Auf der anderen Seite wird am selben Tag ein GPS-Tracker unter dem Mietwagen einer potenziellen Zielperson aktiviert. Um ihre Anonymität zu wahren, nennen wir diese Person X. Ein paar Tage später unterhält sich Zakaria mit Jawad über die Personen, auf die sie ihre Aufmerksamkeit richten müssen. Er kommt gegen 6 bis 7 Uhr. Du weißt, dass er sein Haus verlässt. Du weißt, dass das perfekt ist. Vor allem, wenn du einen Schalldämpfer hast, ist er erledigt. Das weißt du genau. Er sollte entsorgt werden. Lass ihn einfach verrotten. Er wird im Handumdrehen verschwunden sein. Das ist wirklich kein Problem. Wirklich nicht. Wir sollten uns lieber wieder um den Glatzkopf kümmern. Dieser Glatzkopf und dieser Jugo-Typ.
Mit Yogo ist in diesem Fall Ranko Skekic gemeint, der ein Vertrauter des Schlechters ist. Es ist offensichtlich, dass die Mitglieder von 26 Koper hoffen, dass sie mit Hilfe von Personen aus dem inneren Kreis des Schlechters wie Ranko und dem Glatzkopf schließlich den schwer fassbaren Schlechter ausfindig machen können, der immer noch gut versteckt ist. Er wird uns dorthin führen, 100%ig. Warum sind sie immer zusammen in diesen Hotels? Ein wenig später fügt Jawad hinzu: Zuerst müssen wir herausfinden, welches Auto dieser Freund fährt. Der Glatzkopf oder die beiden anderen. Bei späteren Durchsuchungen der Polizei werden auch SD-Karten mit Videos gefunden. Eine dieser Sequenzen wurde am 17. November 2014 in unmittelbarer Nähe des Carlton President Hotels in Utrecht gefilmt, wo Mitglieder des Gefolges des Schlechters zu sehen sind, die ahnungslos in einem Raum sitzen. In dem Video sind sogar die Stimmen des 26 Koper-Teams zu hören, die darüber diskutieren. Geh noch ein Stück zurück, damit wir auch den anderen Mann filmen können. Gehen wir zurück zu der Situation im Juni 2015. Die Ermittler, die den platzierten Peilsender und ihre Beobachtungen der Gruppe 26 Koper kennen, sind sich der möglichen Risiken bewusst. In einem solchen Szenario, in dem eine unmittelbar bevorstehende Liquidierung möglich ist, treffen sie die Entscheidung, X zu warnen. Sie wissen, dass Schalldämpfer für Waffen nicht dazu da sind, Drohungen auszusprechen. X, der von der Nachricht überrascht ist, erklärt kurz und bündig, dass nicht er, sondern der Schlechter ins Visier genommen wird, der offenbar ermordet werden soll, und so übermittelt er eine Nachricht. Ein paar Tage später, am 27. Juni 2015, fährt der Schlechter, wie bereits erwähnt, von seinem Versteck in Belgien zum Hauptquartier der nationalen Kriminalpolizei in Driebergen. Verängstigt berichtet er von einer Bedrohung seines Lebens und behauptet, er stehe auf einer schwarzen Liste. Der Betreffende, der es gewohnt ist, in seinem gepanzerten Auto zur Moschee in der Nähe des Utrechter Hauptbahnhofs zu fahren, gibt an, dass er nach Belgien geflohen ist, nachdem er von drei Männern surinamischer und antillischer Herkunft verfolgt wurde. Unter ihnen identifiziert er eine der Personen als einen Einwohner von Nieuwegein, der für Tachi arbeitet und als Jawad von der überwachten Gruppe 26 Koper identifiziert wird, die dem Zeugen zufolge dafür bekannt ist, Menschen einfach loszuwerden. Am 15. Juli 2015, zum Abschluss der Ermittlungen gegen 26 Koper, führt die Polizei eine große Razzia durch. Dabei werden zwei Lagerräume im Lagerhaus von Nieuwegein entdeckt, welche die Nummern 40 und 161 tragen. Darin wird ein wahres Waffenarsenal mit fast 100 Schusswaffen, 9 Granaten und 13 kugelsicheren Westen entdeckt. Diese Räume wurden nicht nur von Werner, sondern auch von seiner Schwester auf seinen Wunsch hin angemietet, speziell was die Lagereinheit Nummer 161 betrifft. Darüber hinaus besaß Werner, der als Finanzier der Gruppe galt, ein Notizbuch mit allen buchhalterischen Unterlagen, aus denen Transaktionen in Höhe von schätzungsweise 19 Millionen Euro über einen Zeitraum von 1,5 Jahren hervorgingen. Nach Ansicht des Gerichts handelte es sich um eine hochprofessionelle Organisation, die, wenn sie nicht schnell zerschlagen worden wäre, zu schweren Störungen in der Gesellschaft geführt hätte. Bei einer Durchsuchung an einem der Standorte der Verdächtigen entdeckten die Ermittler das Vorhandensein von 90 verschlüsselten PGP-Telefonen im Wert von mindestens 99.000 Euro, die zur Aufrechterhaltung der geheimen Kommunikation verwendet wurden. Nach der Analyse des beschlagnahmten Notebooks wurde festgestellt, dass eine Zahlung von 3.500 Euro für den Kauf eines Audi S5 getätigt worden war, die den zuvor genannten Beträgen entspricht. Nach dem Auffinden des Audi-Schlüssels war klar, dass dieser nicht zum elektronischen Öffnen oder Schließen des Autos verwendet werden konnte. Dies war ein klarer Hinweis darauf, dass der Schlüssel gefälscht worden war. Während seiner Aussage vor Gericht erklärte Zakaria, dass er sich auf die Reparatur von Verkehrsautos beschränke und nichts über deren Herkunft wisse.
Er wurde jedoch zurückhaltender, als das Gericht um Aufklärung über ein aufgezeichnetes Gespräch bat, indem er seinem Gesprächspartner vorschlug, dass es besser wäre, auf den Hinterkopf zu schießen, da er sonst das Gesicht des Opfers nie vergessen würde. Das weiß ich nicht mehr. Es hat nichts mit den Liquidationen zu tun. Womit dann? Das Recht zu schweigen. Was Werner betrifft, so hat er bestritten, das Notizbuch der Gruppe geschrieben zu haben. Nach einem graphologischen Test und der Identifizierung von Fingerabdrücken kam der Experte jedoch zu dem Schluss, dass er es tatsächlich war. Werner wies die Schlussfolgerungen des Experten zurück und bezeichnete sie als pseudowissenschaftlich. Der Schweigekodex oder Omerta ist tief verwurzelt und zum jetzigen Zeitpunkt ist die Identität des Mannes, der als Ridwan Tahi, dem Drahtzieher des Mordkommandos, vermutet wird, immer noch nicht bekannt. Es wurde auch beobachtet, dass einige ehemalige Mitglieder der Bad Boys in der 26 Copa-Gruppe dabei waren, die nach Ansicht der Ermittler als spezialisierte Einheit fungieren könnte, die im Falle von Konflikten mit Rivalen innerhalb der gesamten Drogenorganisation die notwendigen Maßnahmen ergreift. Trotzdem tut Ridwan alles in seiner Macht Stehende, um den Schlechter zu finden, der sich wieder einmal versteckt hält, und er ist keineswegs überzeugt von der Leichtigkeit, mit der die Verhaftungen im Rahmen der 26 Copa-Ermittlungen durchgeführt wurden. Oder könnte es sein, dass jemand anderes mit der Polizei zusammengearbeitet hat? Ist es nicht unbedingt erforderlich, ihn so schnell wie möglich zu finden?